Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer auch noch im Saal wie auch zu Hause. Also grundsätzlich muss man sich natürlich fragen nach den bisherigen Beiträgen, welches Verständnis von Bürokratie oder Bürokratieabbau besteht auf der einen wie anderen Seite. Da gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen, denn Rot-Grün haben hier ganz klar gesagt, Bürokratieabbau wird durch den hier vorliegenden Gesetzentwurf bewerkstelligt. FDP sagt, es führt zum Gegenteil, also Bürokratieabbau findet gerade nicht statt, sondern durch dieses Gesetz hier zur Entfristung findet ein Bürokratieanstieg statt oder droht dieser. Und was die Ausführungen von Herrn Kollegen Kamieth von der CDU angeht, liegt ja im Prinzip bis auf zwei Ausnahmen Zustimmungsfähigkeit hinsichtlich des Gesetzentwurfs vor, nämlich einmal im Bereich des Nachbarrechtsgesetzes, wie aber auf der anderen Seite im Bereich des Schiedsamtsgesetzes. Ich persönlich, wie aber auch gemäß der Empfehlung an meine Fraktion, sehen hier deutliche Anzeichen für einen Bürokratieabbau, für den im Übrigen ich auch einmal auf die Bühne gegangen bin, bevor ich hier Kraft des Wahlergebnisses im Landtag landete. So, und im Übrigen kann ich den Ausführungen der Kollegin Wagener durchaus folgen. Dahingehend, dass hier Verfahrensregelungen und Berichtspflichten abgeschafft werden, insofern als diese innerhalb der in den bisherigen Gesetzen enthaltenen Fristsetzungen auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Wenn, wie Herr Kollege Kamieth ausführt, hier eventuelle Evaluationen oder Berichte schon einige Jahre alt sind, dann mögen sie möglicherweise auch nach sorgsamer Überprüfung der Fachabgeordneten in diesem Hause weiterhin Bestand haben, denn ich gehe davon aus, dass sowohl die Fraktionen und die Fachabgeordneten wie aber auch die jeweilige Basis mit entsprechendem Fachverstand an die bestimmten Gesetze herangeht, diese sich betrachtet und dort, wo Lücken oder eventuelle Fragen auftauchen, diese auch gestellt werden. Diese können hier im Hohen Hause immer gestellt werden, sie können im Ausschuss gestellt werden und im Zweifel gilt der Grundsatz, dass dann, wenn man gesetzliche Änderungen für erforderlich hält, diese entsprechend einbringt. Von daher habe ich meiner Fraktion empfohlen, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.